Ja, so welcome to Vorlesning oder Seminars irgendwie sie so in, so dem Thema der Werte Grenzwerte. Ja, so ja im Prinzip ein Vorschlag oder ein Vorschlag so der Fakt ist basiert auf einem Buch so zum Header What is Calculus? Und Fakt ist so den daher den Ideen frage. So, Fakt ist, den Ideen lit gammlere. Ja, so den Autoren waren Student auf Grauert i Tyskland. So Grauert waren Mathematiker umtrennt 1950. Und dann die Pleide o Snacke um den Derivate, Pörsto Frams Uetengrenzwerte. Ja. So, man war Problem irgendwie. So, um wie well, so den traditionellen Morten und introduziere Minz die Tysk-Schulen den Deriverten, so wie sie hat den Derivat liegen Stigningskoeffizient, den Tangenten, den Funktionsgraph, so haben wir den Wann, die Bilde auf D, so wie sie, okay, wie Leta etta Tangenten, die ein Punkt x0 til Funktionsgraphen. So wo dann berechnen wir diese Stigningskoeffizienten, oder wo dann berechnen wir den Stigning der Tangenten. Also da haben wir Ausgangspunkt wie Tan Sekant, hier nur ein Punkt zum Ligapographen, so eine x0 f auf x0 o x0 plus h f auf x0 plus h. Ja, so den Stigning auf den Sekant, sehr folglich, die gibt mit den Differenzquotienten. So, wo wir haben, das ist f auf x0 plus h minus f auf x0, dividiert mit h. Und da kommen wir dann anderes Steak. So, da habe ich Grenzwerte. Und definiere den Derivat auf den Funktionen zum den Grenzwerten um den existieren. Ja, so, irgendwie haben wir ja, ein stort Problem ha, vor die, oder da share ich auch ganz Gemühe. So, first of Rams, so wäre wir ein held nü Symbol. For example, Eleva ha ikke sett før, eller studenter har ikke sett før, så vi har den grensverdien her. Og den problemet er selvfølgelig, så hva den grensverdien? Og egentlig, hvis vi snakker om, ja, det kommer litt an, så i min erfaring, hva man gjør i skolen, om man bør snakke om sånne ting, skjer det følgende, så for eksempel i den eksempel, så vi ser på den andre gradsfunksjonen, Das skal utregne den i x0 er lik 1. So was her da, wir skriver alt up. So da haben wir f auf n plus h minus f auf n dividiert mit h. Die regner wie üt. So. Da ser wir direkte at den ena h oder den ena h, so die annulierer sei. So wir bare h nur. Zum H, zum Üdrück, zum H-bare Hor in die Seis, so da kann wir vor kurte Alt, Hor, da wir Tu plus Hor i andere, ike andere, plus Hor. Noch haben wir faktisch ike nur Problem, so kann wir bar sehen, okay, weet ike irgendwie war den Grenzwert in Jörmen, wie kann bar sette Hor a lieg 0, so da haben wir, so wie sette Hor a lieg 0, da wie Tu. Ja, so wie ungeheuer den Problem hat, wie mal dividere mit nur Summa Null, vor die den algebraischen Ausdruck wie HH, so den Gios, hat da irgendein Problem, so wie ganz bares hätte, Hor a lieg Null. Aber wie küter üt mit der, Fakt ist alt, so mal schente diese Grenzwerte, ne, also wie es ja will, ja, die ordentlich von Mathematisch, oder mal wie momentan ganz gemütet, ja, so vor klarer, so war mehr wie irgendwie mit Grenzwert, so war betür Konvergenz, war mehr wie hoher Konvergera Mut 0 oder so ein Ding. De share jo ikke, so ingen hat Tiet vor der, so ikke i Schulen, er will antar auch so hat wie ha ikke Tiet, wie wir klarer Studenten. So irgendwie, bis wir introduzieren den Grenzwert den vor den Morten, hat er relativ meaningslos. Ja, so, ich meine, wie Player kann schon dra nun Bilder, wo wir sehen, okay, ja, so den Ideen, also wir haben den Sekanten, so man gibt mir 2 Punkt vor den Graphen, so den einen Punkt, den Wanderer vor Graphen, Mut den anderen, so wie wie da ein Grenzwert, oder die Betür hat wie Gorfra Sekanten til Tangenten, oder der den Regningen wie H, wenn im Prinzip so war Studenta Lara wann die wissen, okay, so wir haben ein Rad Ütrück mit den raren Ü-Symbol, so man hätte Limes,
eller Grenzwerte und was umhältst. Oder wir wie mal jöre, wie mal sehr vor diese Brücke, ne? Wie mal finden, ein Wei vor kurte alt zum Scherda. Schlieg at wie kann bare Sette ho a lieg null. Ja, so da im Prinzip war der relativ meaningslös. So wie snacke jo ico um, war er den Mathematis begräb vor den in der Welt, die avanciert, wie man will, vor Stur war da, war Scherda. Oh, irgendwie hat ein Spörschmol zum Mankühne Hano. So wie kann ich snacke um alle diese mathematische Betütinger war betür den Übergang von Sekant til Tangent war den mathematischen Konzepten auf Grenzwerte Konvergenz wofür introduziere wir den Derivat por den Morten, ja, so man könnte jo spüren sei okay ade war nütte til at der ta den Definitionen mit den Grenzwerten wo prüfe definiere den ein Derivat wie gelb auf Grenzwerte, bis ja ingen Mühle hat es gab nur ein Forstolz um war der irgendwie betür oder war den mathematische Konzept nah so wie der war den Ideen a er will gerne snack um die Tag kann wir definiere Derivate vor oha komma den erste Dings mal very wichtig vor enkle Funktioner üten Grenzwerte. Ja, so, wenn er den Füll Idee haben oder Grenzwerte oder Sepode, so der den Brating mit den Definitionen auf Derivaten so eine Art im Prinzip wie kann berechnen diese Grenzwerte oder sehen, wie sie existieren oder nicht existieren, so wie kann da den Definitionen vor allem mögliche Funktionen. Wenn, okay, also ich komme mal alt fragen, in irgendein biografisch Background. So, welche Funktionen brühe wir aus Iskulen wirklich um, wo wir will, wo wir la eleva üträgne war denn der Werte A? Ja, so, wann ne wiss, beginnen man jo mit Polynome, für Beispiel andere Gradsfunktionen, also wir hatten ihr Exempel. Und wie brühe aus Icke, ich meine, wie beginnen Icke mehr Funktionen, also mal kannst du mehr interessant. So, for example, Exponentialfunktion, Logarithme oder so eine Ding. Ja, so der Weldi Wanskli oder Üten hat man haben Masse Theorie, um wo dann diese Funktionen Upführer sei, oder komme til den Derivat auf den Funktionen. So, wis wie Gord Eleva, oder wis wie verklare til dem, wo dann die komme til den Derivat, so da komme der oft in Icke mehr in Verklaring, man kann schon, also da kommen Icke mehr in Üträgning zusammen mit Grenzwerten, man kann schon wie der Jit, okay, so den Derivat auf den Exponentialfunktionen, A, den Exponentialfunktionen, Schöll, Sonneting. Man, wo, um die wie brühe es um, wann die wisst, wie introduziere Derivate A, Funktionen, also mal Welt, die enkelt. Vor Beispiel andere Gradsfunktionen oder Polynome. Ja, so da beginnen wir definiere Regeln, ne? Schlägt die kann üträgen, war den Derivate A. Und den hele Ideen H, anno, hat, wisst wie, ich sehe paar generelle Funktionen, wenn wir bare definiere den Derivate vor Welt, die enkelte Funktionen, also vor Beispiel Polynome, kann wir definiere den Derivate Üten, at wie wir introduzieren, eller Mosnacke um Grenzwerte. Ja, so im Prinzip, es würde war den Tolkningen auf den Derivat, es würde war das Hamme. Oh, wie kommen wir fra den geometrischen Indruck, at wie Jörn nur mit Sekant oder Tangent, die Funktionsgrafen. Men, wie will heller ich snacke um den Problemen, at wie mortalen Grenzwerte, oder mal Brüos um Konvergenz oder so ein Ding. Oh, noch kommen wir Spoiler. So, ja, der Mühli, snacke, um Derivate vor enkle Funktionen üten Grenzwerte. Men da trainieren wir lit Künz gab um Algebra, ja? So da lit zum den andere Huve-Theorem Thermodynamik war men vor Mathematik, so der ingen Free Lunch, so wie more ta lit wie more investiere lit vor nur zum den Derivat üt. Wo in dem Fall trainieren wir lit Künz gab fra Algebra. Men wie snacker jo mit Studenten, for example, um die minst um nur ein Funktioner wie Tränger nur üan Z. Ja, so der Hopper hat, weil könne Oberwiese deren hat der Icke so Mühe mehr wie Morjöre faktisk, kommandet an, wo dyb wie go in i Materiale.
Vormotivere war den Derivate skulle waren. Okay, so wat trenger wir egentlig? So först och främst vill vi gärna snacka om polynomer. Så som för exempel ja, p av x, x i andra. Ja. Så jag menar, man tar ju den generella definitionen och jag skrev den här. Men ska vi starta med andra gradsfunktion. Så ja, så är vi bara minne om, så jag antar att alla vet det, men så den största, så vi kallar den, vi ser den grad till polynomer Corvis, den koefficienten i fronten av den, auf den Term mit största Exponenten Chor. Heike liegt null. So. Okay, oh, so den andere Ding wie Tränger Apolinum die Vishu. Ja, so wir kommen noch an, wissen wir es mal sagen, wir Studenten um den Men Kansche, der ich es so farli oder motiviere, war Polynom Division A. So Fakt ist, Tränger wie ich es so Mühe, Budget von den reinen Algorithmen, wo man, wo dann man definiere Polynom Division. Und den Knüttes Kansche direkt til den Divisionsalgorithmen verteilen. Ja, so war wie Tränger, hat, so, bis P o Q a Polynome, so existiert andere Polynome Co R. Schlieg at, wie kann altid skrive P, so ein Produkt auf Co Q plus R, o wie wird at den Grad auf R a mindere in den Grad auf Q. Ja, so, so der irgendwie alt wie Tränger für Polynomdivision. So, wenn man es können kann schon sehen, so war Tränger wie. Wirklich. Wir trängen ja im Prinzip Algorithmen vor Polynomdivision. So. Okay, und wofür trängen wir den Algorithmen vor Polynomdivision? So, wir bare minimum in enkelt Konsequenz auf den Polynomdivision. So, wir brüren nämlich nur um Nullpunkte til Polynome. So, antar at vi har en nullpunkt til en polynom. So, da kan vi bruke polynomdivision for å se at vi kan faktorere den polynom P som core ganget med sånn linearfaktor som vi har her. So, at vi kan kutte opp den polynom i noen polynom ganget med x minus a, wo a er den Nullpunkt. Okay, und wofür er das sant? So, wie Brücker Polynomdivision. Da wird wie wir kann skrive p auf x, da liegt co auf x, ganget mit x minus a, plus r auf x, wo Grad auf R am mindere n Grad auf x minus a und n Grad auf x minus a ist ja völlig die n. So, die Betür demor waren null. Und damit R konstant. Okay. So, was ja nur, wie ist P auf a, da wird wieder Nullpunkt, der null, der Core auf a. Da wird wie war der a, wenn wir haben a minus a. Und der 0 plus r auf a. Und der war konstant. So, dann haben wir h r auf a. R auf a liegt 0. Und dann r auf x liegt 0. Also p auf x. Dann liegt Co auf x, x minus a. So. Ja, so, da trägen wir bare Polynomdivision. Men, okay. So. Okay. So, tilbake til, okay, det var noch ein bisschen Algebra. Men, tilbake til, was wir irgendwie will gjøre. Ja, so, wir haben noch eine Funktion f. Und wir tar
So h den Punkten x0, vita den Sekant. So der eine Linie zum Radius mx plus b, zum Wanli. So, oh, ist, wie kann, wie will Antan, hat f n Polynom. Okay. So, da, so, wofür wir Anta, der oder der war irgendwie, wofür er sagt, wie Jörde Bare vor enkle Funktionen. Ja, so wie Brüers nur Bare um deren Werte vor Polynome. Ja, so alle Funktionen, also wir diskutieren, aber Bare Polynom. So wie wir ja irgendetwas wanns klären. So, war wie Leta, jo, etta, eigentlich den Tangent. Tilgrafen auf den Polynomen, die haben. Okay. So, wenn, es gab ein Morte C vor den Sekant. So, bis wir haben ein Sekant haben, so da findest du Poeng, so für Beispiel, bis den Sekant Gor genom x0, f auf x0, wo ein an Punkt H. So, bis mx plus b ein Sekant. W hat ein Polynom f auf x minus mx plus b h 2 Nullpunkte. Das kann ich hier x 0 oh, xn. Okay, so war share no, wie es wie sehr po Tangenten. So po in Morte, denn Tangent liegen in wie aha. Ich kann, wie ich schreibe, von an Morte, so, er wird ja Leta etter in Linie, so ja, zum Gor jenum x0, Gor jenum den Punkten x0, f auf x0. So. So war ein Liegling der Sonnenlinie. So, da habe ich jen, wie ein Liegling, so, das kann ich sehen, ich brücke noch. Das kann ich sehen. Okay. Kommen wir den Stiegning. S vor Stiegning. So, da tränge ja x minus x0 plus f auf x0. Interessant. So, ja, so der neuen minst AD in Linie zum Gorjenum, den Punkten x0, f auf x0. Ja, so. Das wäre wird ja ich war den Stiegning A, so wie da wir finden üt um. Ja, so so Alexander, so ja. S, der ich können fünf schon notiert schon, der S ah, mit, beklage, ja. Ja, so, ja, so kann ich ja Brücken an Symbol von der S, kann ich lieber Stur S. Das war hm. Stiegning. Okay. Stur S. Ah. Gußbeschmal. Ja, so der Willig hat ja schon so das Güllebare war, so wie es Nackerbare um um lineare Funktionen noch. Bis ja, so der du schreibst, der in lineare Funktionen. Ja. Also x mäßigen Zahl s. Oh, ja. Ja. Und wo wir schon eine IKS. Ja, so der, ja, und wir hatten eure Ü-Trägnet den Derivat, so da wisst ihr, wie war s a, wenn so der, okay. So, wisst ihr wirklich den Tangent? So, da wird wie at irgendwie den S alit speziell, den Linien alit speziell. So, den Scherer, den Graphen Bari et Poeng. Ja, okay, so Antavi hat der noch den Fall. Ja, so, so wir haben Bari einen Scheringspunkt.
auf den Tangenten, minst lokal mit den Polynom. Und der nicht war Burchetta den Tangenten fra Sekanten. Ja, so den Sekanten hat altid 2 Scheringspunkte. Und den Tangenten hat bare 1 Scheringspunkt. Ja, so, oder wie sie sehr polyklingen, so kannst du ja Color dh t auf x. So Bilder Visa. Hat f auf x minus t auf x ein Polynom. Mehr bare at Nullpunkt. Ja, so wann die wissen, ich hält sind, wenn er bare verengte den Neolith. Ja, so okay, woher kommen wir ja denn? So, wisst ihr, sehr paar Tangenten, ne? So da wie 2 enkle Nullpunkte, enkle Scheringspunkte. Wenn was schwer, wisst ihr, so noch kommen wir mit den geometrischen Betüdningen, um wie Beweger den eine Scheringspunkten, so für Beispiel den H, für den Tangenten, die Rettlingen auf den anderen Scheringspunkten. So wie H, wie ein Folge auf Tangente, auf Sekanta, beklage. Ja, wo alle diese Sekanta haben minst 2 Scheringspunkte mit den Funktionsgraphen till den Polynom f. Ja, und in den Grenzübergang, so, noch snacke ich um Grenzwert, die nehmen der Ecke, wo dann man motivierer dem, so, der findet auch so ein mehr geometrisches Motor, snacke um den. Wovor ja kommen wir noch mit den Grenzwerten, die begräbt, so der tu grün Fakt ist vor dem. So, first of France, er will der Art, der im Prinzip ich nur vor Shell in den Interpretationen wie HH, so wäre wie auch so sehr ein Grenzprozess auf Sekanten, wenn so Fakt ist, ein kurzere, wie es Snacker um Grenzwerte auf Sekanten noch, so ein Liten Snarwei. Wenn das um Share, so sieht wir haben bare in den, wir bare N-Sharingspunkt auf den Tangent mit dem Polynom, so dass her wir den Sharingspunkt, den hier aus nun speziell upführt, till den Nullpunkten auf den Funktionen, ja, wo er tat den Polynom minus den Tangenten. Und wie es hier hat Nullpunkten oder Nullpunkt till ein Polynom ein Nullpunkt auf Multiplizität Multiplizität n, vis, okay, dem Polynom, das kann ich sehen, Polynom hätte p, ich kann skriven p auf x, ali core auf x, oder Nullpunkt, ich kann wie a in, x minus a, i ente, schnieg ad core, n Polynom, mehr Core auf A Icke 0. Okay. Und dem, er will motivieren mit den Bildern haben. So was scheren wir diese Nullpunkte, wie es ja bewegt den Sekanten oder sehr paar Grenzwerte in den Tangenten. Und der eigentlich, der war Store zum Bug, der wir Novi berechnet den Grenzwerten. So den Sharingspunkt H. Wenn um den Tangent oder den Funktionsgraph, weil die hier ist, so wie wir es hier vor den Nullpunkten haben, A hat den
Nullpunkt wie vor den Polynom f auf x minus t auf x, so der an Nullpunkt minst auf Multiplizität 2. Ja? So können auch so war es auf större Multiplizität. Und in geometrisch Bilde man vorher, so wie hat 2 enkle Scheringspunkt zum Beweger sei zusammen, die Grenzübergang vor wie ein Scheringspunkt zum haben minst Multiplizität 2. Fakt ist, kann man ja auch so motivieren, analysieren, oder die Skyler hören, wenn der war, dann knüttelt sich den Grenzwert hier, oder die Grenzwerte, wie sehr vor wann die ist. So, das kann ich vorstellen. Okay. So, so wie later noch. Etta. TX. Liegt S x minus x 0 plus f auf x 0 schlägt at f auf x minus t auf x h n at 0 Punkt minst auf Multiplizität 2. Also Fakt ist, kann man ja auch so sehr der Frage den Algebras gütrecken, hat den Moha den Multiplizitäten. So, okay, es kann wir vorstellen, war schwer. So, first of all, so da habe ich f auf x minus t auf x oder na, was hätte in den f auf x 0? So. Da wird wie, so der f auf x 0 minus s gangert x 0 minus x 0. Okay, den verschwinder ihr. Plus f auf x 0. Ja, so. Tesa. So, da vor wie 0. Da wird wie. Hat f auf x minus t auf x 0, minus t auf x. Wie kann es schreiben denn zum Core auf x ganget me x minus x 0? Ja, so der war wie hat Titel, also wie ein Nullpunkt. Wer hat denn, ups, so, der hält ü abhängig auf var s a. Ja, so verschat habe ich irgendeine Idee, was können wir ein guter Wert für S? Ja, so, irgendwie skulle der Ware den Stiegungsteil, der den der Wert wie Leta etter, wenn wir weht, akkurat ich war der A. So. Okay. So, wir haben Core of X, Gang X minus X 0. Und noch ein Spörschmal, wo dann, was kann wir jüre? Mit der Information auf x, f auf x minus t auf x a liegt d. So, Faktdisk hatte, zum den Üträgen in Wiese, hatte de ingenting o jüre me, wa wir haben mit den Derivat um s. Ja, so den enes, wovor der a null, a vor die wir a f auf x null, wo wir subtrahiere f auf x null. Ja, so der war bei den Präsentationen auf den Tangenten wie h. So war anzwali vor der a null. So, wir kann auch so umschreiben den Hele Prozessen. So, Faktdisk, damit Tabote Ien. Ade, jo, das haben wir zum f auf x minus f auf x 0 plus, beklagen, minus s auf x 0, ja, gut. X minus X 0. Okay. Und da ist ja weh, der Polynom stieg at es kann schon gebrüht an Tangent fragen. Okay. Stieg at dA 0 i X 0. So, wie kann auch so hier das haben? H. So, wie kann sehen, okay,
So, wie kann umschreiben in dette Polynom till ich schreibe L auf x ganget mit x minus x0 oder wie minus s auf x minus x0. Son. Oder da wir so der Faktoriere wie noch L auf x minus s x minus x0. Okay, son. Und noch habe ich kann schon ein Gu jetzt, war wie könne sette zum den Derivate IS, so zum den so eine Verdi auf den Derivate. So, ich meine, den H, den verschwinde. Vor X, nick X 0. So, H, da habe ich, hab ich nur, ja, wie weht ich, war der Gier, bis wie setter X allig X 0. Men, bis wie Welger, S allig L auf X 0. So, L auf X 0 minus S ein Polynom. Mit Nullpunkt x0. Mener du L auf x minus s? Ja, beklage. Tack. Ja. Akkurat. Ja, so L auf x minus so, okay. So, der jo L auf x minus L auf x0. Okay. So, da kann wir ja den samme Trick ponüt. War wie jut. So, wie er sagt, den first Term H, der ein Polynom zum Verschwinner i x0. Oder haben wir tat den üt, wie er das greif wie L auf x ganget mit x minus x0. Ja? So, da wir schreiben den nicht um. Und wir finden jen, wie wir tat den Rick, die Verdien vor s. Da haben wir, da finden wir akkurat üt, at wie können Lage ein nü Polynom zum Verschwinner x0. So, da kann wir schreiben den, so, damit finden wir üt, hat der r, wie kann schreiben den, zum r auf x, ganget mit x minus x0, ganget mit x minus x0. So, da haben wir r auf x, x minus x0, die andere. Ja. So, wovor war der interessant? Bare bis wie Welger S liegt L auf X0 H wie Garantie hat F auf X minus T auf X H at Nullpunkt auf Multiplizität to oder mehr i x0. Ja, so der, wie du will, hat der den Algebras gründen, wofür wie, wie Morsette s por en morte, so wie, wie er set ist ja Präsentierer, denn first of all, ihr den, so ein Linearfunktion s ganget mit x, s ganget mit x minus x0 plus f auf x0, wie Subtraherer der Frau f, so davor wie altit nur so mal 0 i x0, ü an z war den s a. Men wis wie will h n at 0 Punkt zum h minst Multiplizität 2, so da bör wie welge. S alig zum den Verdien wie h i den Polynom po den po plus x 0. Okay.
So, D a nur den Faktus ad den algebraisch gemorte oder definiere war den derivat til den til den Funktion a so Definition. So, ein Tangent til Funktionsgrad den Linien Schniegert haben wir klar T auf x Schniegert f auf x minus t auf x h Nullpunkt auf Multiplizität minst nimmt den Nullpunkt erstmal auf diese minst 2. Okay. Was hjälper det noch? For at finde den der vært. Sådan. Okay, lad os gøre et enkelt eksempel og se, hvor jeg kan finde den der vært. For eksempel til den andre gradsfunktion f af x er lig x i andre. Så vi går kort tilbake til det vi har gjort oppe her. Sånn. Så faktisk var den viktige polynom vi sa på f av x minus f av x 0. Og det har vi kuttet opp i en polynom ganget med x minus x 0. Og da har vi sagt, ok, hvis vi vil finne en andre grads hvis vi finner en nullpunkt av multiplisert minst null, da bør vi velge den SH sånn, så den S bør være sammen som L av x 0. Så alt vi må gjøre nå av polynomdivisjon, vi må se på den polynomen f av x minus f av x 0 og må faktorere den i en polynom ganget med den linjærfaktoren x minus x0, og da setter vi inn den verdien i den polynom som ikke x minus x0, og da finner vi ut hva den verdien av den deriverte er. Sånn. Ok, det er veldig fort nå, altså antageligvis er det ikke en bra måte å forklare det til studenter eller andre folk, men så kanskje bare 15 minutter til, så vi gjør det veldig kort. Så da la oss velge x0 lik 1. Sånn. Hva gjør vi nå? Så vi ser på f av x minus f av x0. Og det nå x i andre minus 1. Ok, og igjen så trenger vi litt algebra. Så hva vil vi gjerne ha? Vi vil skrive det som k av x ganget med x minus 1. Ok, men så vi vet jo om de binomiske formene. Så vi vet at den oppe her, det x pluss 1 ganget med x minus 1. Sånn. Det akkurat det. Og nå den k av x, den bare x pluss 1. Sånn. Så hvis vi bare bruker den notasjonen, så vi må sette inn nå, da har vi 2. Og det faktisk det vi hadde forventet. Så
So sanity check. F-Derivat wächst ja 2x. So wie ist man H-Regler vor Derivate. Ja, so da finden wir auch so üt hat der Sand. Okay, und der im Prinzip, der noch ein Exempel, wo wir können Brücke Polynomdivision. So ja, Fakt ist ja Juxalit. Ja, so ja, ich Brücke Polynomdivision noch. Wenn ja Brückbare hat ja erwähnt um den Binomes geformen. Wenn im Prinzip ist ja ich H den Binomes geformen H, weil wir jöre nur mehr kompliziert. So da kann ja Brücke Polynomdivision. So kannst du die Brücke Exempel. Wo wir haben f of x, x i ente. So, wo, ja, so, das gab ich, so x i n dividiert mit x minus x 0. So, ja, wieder von nur ein Point. So, da habe ich x i n minus Fürste minus x i n plus x 0 x i n minus Fürste. Okay. Da habe ich Fuschert x 0 gang mit x n minus Fürste. Okay. Und nochmal wie im Prinzip mal wie Fuschette noch mit Polynomdivision. Da habe ich plus x0 x i n minus andere. Ja, so wie der. Ja, so kann ich ja es gut ike laden. So der n müli hat o üträngen den Derivate. Die dette Polynom. Beklage. Ja, oh, ja. Und no, es könnte der Hasset nur ein Pfeil, ja, Herr Jod, ich sand. Ja, die, was er hier? Nur ich war mehr minus x, nur ein Nullpunkt. Akkurat, der war Pfeil, ja, Herr Jod. Ja, beklagern. Ja, so, er war die Dualität vorbereitet, so, beklage um, ne? So, akkurat, der. Und der hatte, ja, so, der, den Polynom, wie will es sehen, sehr vögelig oder akkurat richtig, also x i n minus x 0 i n'te. Ja, so wie man trecke fram den Funktionswertien. So, da habe ich x i n minus x 0 i n'te. Und dann will wir dividieren. Son. Mühe bessere. Okay, so minus so x i n'te plus x 0 i x i n minus fürste. Okay, noch geht der Mühe mehr Mening. Tack. Ja, so. So wie wir Forschetter, wenn er so der noch ein Gott-Exempel por Polynomdivision, so da habe ich x0, xin minus Fürste, minus x0 i ente. So, okay, n steak, da liegt wie kann es hier was zum Share. So, da habe ich plus x, dann haben wir da auch redet, so x0, xn minus Fürste, minus plus x0, i andere, xn minus 2. Oh, so, ja, so, da kann ich verstehen, so, den, die nächste Sekios x0, i andere, xn minus 3, plus, oh, so wie der, ja, plus O, I N, also da habe ich X 0 I N minus Fürst, das war X Sand. Ja, Son. Okay. Da kommen wir noch nicht an, so, ich meine, da find's auch so diese, ich meine, der auch nur in welchen, Identität frau Algebra, also mehr Ike Anta hat Studenten über Schenner, denn wenn im Prinzip kann man lösen, den mit Polynomdivision, so da gör man der Anteil, die wir Ike direkte vor den Almenen, in Fälle, wo wir haben ein N. Men, okay, so der war noch den Polynom wie vor, so der
so der den Polynom w hatte kalt, kalt core. Der Werte. Ganz schwierig. Ich infer die Notation, wenn der WTO ist, ne? So f auf x, den der Werte auf f, ex 0, so da more wie sette in core auf x 0, oder servi, das servi hat wie vor n ganger x 0 in minus fürste. Ja, so bisher evaluiere den Polynom zum WH Uppe da. Ix0 da vorher akkurat denn. So dette hier ist eine fürste Derivationsregel. So bisher war ich. Ja. Jag vill ju på k var det inte detsamma som s och visst du ville ha den deriverade för det inte var s gånger x minus x 0 eller något sånt. Ja. Jag menar så den så egentligen vad vi har gjort när vi har så var den k så vi har xn minus x 0 i ente är lik k av x gånget med x minus x 0. Ja, so der war bei den algebraischen Motor, wir haben war wir haben findet üt. Und den S war akkurat den Verdien wie har vor Core IX0. Ja, men Tangenten är väl S gånger. Ah ja, den Tangenten nur annet. Ja, so der interessant. So ich meine ja, der bare Signisteil. Nein, ich meine ja, so beklage der Litfurt, ja, so der sehr völlig alt vor Furt vor Studenter oder auch so relativ Furt, wie man ich gesagt den Fur. So da tänger man bringe man ja wird Truhe ein Öko so snacke um diese Ding. Wenn ja, so den weil wir bar trek fram a hat so die enkle Derivationsregeln, ne? Die könnte man vor relativ enkelt, wis man kann Polynomdivision. Ja, und habare set den Tricks habare set den Tricks hat man motar in Polynom schon d und dividiere mit den Linearfaktoren. So, der Eta hat im Prinzip alt Polynomdivision, wo wir können finden, um den Derivationsregeln H. Und noch scher nur Rat. Im Prinzip. Der Mühli. Finde alle. Derivationsregler jetzt habe ich hier vor Polynome wie Yelp auf Polynomdivision und den Definition wie hart hat. So ein Devisa sei hat nun ganz geenkelt. So, for example, er det enkelt å vise at det lineært, at den plus g, ja. So, so wie so wie wir haben p auf x liegt skal wir k auf x minus a q auf x beklagen so Dann bin ich ganz früh. Ja, so irgendwie, da kann man, ja, okay.
So machen wir unter P plus Q auf X minus P plus Q auf X 0. So DAP auf X minus P auf X 0 plus Q auf X minus Q auf X 0. So da kann wir ta so DA, das kann ich sehen, Core auf X, X minus X 0. L auf X, X ja, minus okay. X 0. So der mir ja, tade veldig gut, ja, so ich motivierende oder ich brav verklart, ja, so so ein und der Betür hat P plus Q der Wert, das ist ein X0, denn Ajo Core auf X0 plus L auf X0 und der P der Wert X0 plus Q der Wert X0. Ja. Oder den raren Ding zum Visa sei. So, es gab es hier Wanskeliere. Finde üt. So, wann die Wisse ist vital. Wie denn wann die Definition auf den Derivat mit Grenzwerte, ne? So, da der wann die so well die enkelt auf finde üt Produktregeln. Ja, so hat den Produkten auf two Ting, Obführer sei zum so P ganger Q Derivat A, P Derivat Q plus P Q Derivat. Interessant. Wenn der Visa sei mit, wissen wir, Brücker Polynomdivision oder den Algebraisk Morten, hat den mehr involviert auf ihn üt um den Regeln. So, vor den Algebraisk Morten, an den Produktregeln, ich so natürlich, zum vor Beispiel Linearität. Ella, also die können waren nicht nur Raskelze. So, wir haben ja den Scherne-Regeln. So, wir sehen ja P auf Q auf X. Das geil, der wäre denn. So, dann haben wir ja P derivat auf Q auf X multipliziert mit Q derivat auf X. Oder wie ist das ja den Scherne-Regeln? Denn a enkelt auf eine üt mehr Polynomdivision, wenn es den Produktregeln so mange Eleva der ja okay der Literatur sepa, wenn im Prinzip a der kann ich so wärst du auf eine üt um hat den Avanzkläre. Okay, so ja noch nächsten Tag hat ein Team um diese Dinge, so war Abschott der Vortrag. So um wie sehr bare paar enkle Funktionen, vor Beispiel Polynome, da kann wie kommen fra den geometrischen Tolkningen auf so wie Leta et an Tangent oder etta Sekanta, so weil wir den Pene bilden fra beginnen sind. So fra den Bilde, da wie kann Brücke Polynomdivision vor finne üt um war mor wahre Tangent liegningen. Wann war denn der Wert? Wie kann Brücke denn den Tolkningen wie den algebraischen Morte osso vor finde üt um Derivationsregler? Und faktisch kann man vor Schette der Lit mit der Samme Morte, so der ich bare Polynoma zum so man kann Brücke den Henke Morten por osso rationelle Funktioner. Ein anderes Ding, wo man könne Brücke den Tolkningen auf den Derivat, den können man finde üt mit den algebraischen Morte. Funktioner zum trigonometrische Funktioner, Logarithme, Exponentialfunktioner, der alle Funktioner zum kann icke Brücke, zum kann icke finde üt um den Derivat mit den algebraischen Morten mit Polynomdivision. Men also da dränge man wirklich den Grenzwert, die Definition, um mehr Künstler um diese Funktion. Wenn die Jaitruhe Art, okay, wissen, um man verklare die Bedre, oha mehr Tiet, könne de Ware in Gumorte oder Knütte den Konzept auf den Derivat, Geometrie oder Algebra.
Ja, so Fakt ist, was gönnt man jöre, um man snacker mit Studenten oder so Eleva um den Tilgang til den der Wert hat. Ja, man muss vor klar Mühe mehr um so war den Ideen mit den Tangenten oder diese Nullpunkte auf större Multiplizität. Das kann man sehen paar Exempel oder so ein Ding. Wenn etwa man hat vor klar, der hat ja eigentlich ein Nullpunkt auf multipliziert minus 2, man later etter. So da hatte ich es so Mühe mehr, man tränger Botschaft fra Polynomdivision oder lit algebraisk lit algebra vorfinde den Derivat. Ja, so da kann man könne kommen relativ fort till Regler für Derivation. Sehr folglich die haben man da bare bewiesen, oder motiviert diese Regeln bare für Polynome. Wenn, okay, ich könnte wahr, dass ja hält feilen mit dem, wenn Frau in irgendeinem Background drüber hat, wann die wissen, was wir gar üben zu schulen oder snacken um Derivation oder so ein Ding. So da brühen wir uns um Polynome, oder direkt um die Wanskele Funktion, zum Beispiel zum Exponentialfunktion, zum Kannicke brücke es der Methoden vor. Ja, wir. Okay, ja, wisst ihr an Upfattning, auf der es oder wir gerne hören um dem, in meinen Erfahrungen war der oft das Schlagwort die Derivate til kompliziertere Funktionen, also die Finds i Böker. Ja, man sieht til Eleva, okay, so den Derivat til DAD, so für Beispiel til Exponentialfunktion, Exponentialschöll, oder er kann schon motiviert wir brück auf nur numerische Exempel aus so einer Ding, wenn da habe ich ingen Theorie bug der. Ja, so der war ja, beklagert, der war noch ein Well die was kann ich sagen, rough Präsentation. So wenn mehr ja hoppe hat, wis man püsser de uplit, haben mehr Exempel auch so mehr Tiet. So fakt das Tiet, jo alt Tiet den Ding, so hat die Künne waren bra Tilgang til den Derivat auf for example Polynome. Üten hat man Mosnack um Grenzwerte, ne? So wie so vor Grenzwerte, ne? Konvergenz oder so ein Ding, da habe ich sehr völlig die Ikke nur Tiet vor go inum de betür. Men ja, ich hoffe, at, man könne finden nuk tid for at forklare det tydeligt. Jeg havde prøvet at præsentere noget i en time til de studenter, vi har. Slik at de kunne få en bedre tilknyttelse til, var den ideen med den derivate skulle være. Ja? Så at så i princip så jeg fokuseret nu vældig mye på algebra, men algebra har skulle være egentlig knyttet til den geometriske bilde vi har. Så at man snakker virkelig mye om tangentligninger, tangent- og sekantligninger. Så lige at det er klart var vi ville have der i den geometriske bilde, at vi prøver at finde en tangent, som ligger som berører den funktionskraft i et punkt. Ja, sådan. Ja. Jeg har et spørgsmål om det er UK. Mm-hmm. Sikkert. Så når du gør polynomdivision, du kunne tænke dig at skrive om funktionen f af x plus h, som en funktion af h. Og så den grenseværdi, når du tænker, hvad må gjøres for at finde den deriverte grenseværdi tilnærming, det er også, ja, det er den koefficient foran h led, fordi du trækker f af x0, og så, del med h, så tager grenseværdi, og så, men din algebraiske tilnærming er også, ja, hvilke funktioner må jeg trække for at den laveste ledd blir H i andre. Mm-hmm. Så når du tenker på den måten, det ser ut som en liknende prosedyre, i hvert fall hvis du ser på proseduren som må gjøres for å finne den deriverte tallet, at du skriver F av X plus H, og så peker på koeffisjonen foran H-en, og den er det deriverte tallet. Så den måten å presentere på, ser du den som en en måte å ha en grunnlag eller en måte å ikke si
Ja, det er bare en hokus pokus med grenseverdi og sånt, eller er det noe mer? Ja, så hva, hvordan vil du nytten av den måten om du ser noe derivasjon på? Ja, på en måte vil jeg si at hva det gjør. Jeg mener, man motiverer den jo igjen i den geometriske, og i prinsipp er det jo riktig at vi finner så den, hva vi unngår, at vi snakker mye om, om hva skjer i grenseprosessen. Ja, så i prinsipp, jeg mener, det er fortsatt det samme konsept, og du kan, hvis du ikke er fornøyd med metoden, kan du jo si at den hokus pokus kommer inn, hvorfor leter vi etter noe med multiplicitet 2? Ja, så et nullpunkt med multiplicitet 2, så det er kanskje den hokus pokus som jeg har bare motivert nå om litt med handwaving, så hvor jeg har sagt, okay, så hvis en sekant til nærmer seg den tangent, så da kan vi tenke oss at den nullpunkten, de faller sammen, og dermed skulle de også telt som 2 nullpunkter vi har, ja, så og det gir oss multiplicitet 2. Men så på en måte, etter vi, jeg mener, okay, som jeg har lært nå i semester, er det mange som tror algebra er veldig vanskelig. Så, men i prinsipp, hva vi gjør her med den polynomdivisjonen, vanligvis, hvis man har en gang forstått hva den polynomdivisjons ideen er, så det er i prinsipp jo en oppskrift de kunne utføre. Ja? Så det kunne også være en svakhet hvis du sier, ok, det er bare en oppskrift de må utføre, de må ikke forstå noe for det. Men jeg tror, hvis vi må ikke snakke om den grenseprosessen på den måten, at det er lettere å forstå hva skjer, og at den måten å komme inn med hele prosessen, så at vi ser på f av x minus f av x 0, at vi skriver den tangentlikningen eksplisitt på den måten, og sier, ok, vi må lete etter den koeffisienten, den stigningstall for den tangenten, og det er noen ting vi kunne gjøre med polynomdivisjon på en algebraisk måte. Så den fordelen skulle egentlig være, ja, så hvis det er tydelig nok forklart, antageligvis klarer man det ikke i en time, at så det er en større tilknyttelse av hva den derivert er til den konzepten, av der det gir oss stigningen til en tangent. Ja, så okay, i min erfaring, så ofte ikke med Lara-studenter, men for eksempel med Mathematik- eller Ingeniørstudenter, så hvis man spør dem om hva er egentlig den betydningen av den derivert, så hvis sie bare begynner med studiene sine hos universitetet, så da de ofte helt blank. Ja, så de kan ikke, jeg mener, så den Grundkonzepten, at der egentlig stigen til en Linie, wie til Passer, til den Funktionsgrafen, så der zum Understreckes auf Methoden. Jeg mener, hvis du ser på den vi har laget, eller hvis vi har sagt, hvis det skal utregnes, så vi har en polynom p av x minus p av x 0, der skulle være lik cor av x ganget med x minus x 0. Så hvis jeg dividerer den selvfølgelig, så det gir meg p av x minus p av x 0, dividiert med x minus x 0, det er jo cor av x. Ja, jeg mener, okay, det er noe polynomdivisjon, om du vil, men i prinsipp, hvis jeg tar på venstre nå, jeg mener, egentlig må jeg ta på venstre den grenseverdien, hvis vi er x mot x 0, hvis vi er den traditionelle forståelse. Så i prinsipp, hva den polynomdivisjonen bare unngår, er at vi har en slik brøk, hvor vi må spørre oss, hva skjer hvis vi setter x er lik x 0? Ja, så jeg mener, selvfølgelig er det akkurat det skjer, så hvis vi setter den her, hvis vi innsetter x 0, da får vi jo den verdien for den derivert, det var den Motivasjon,
Og det betyder jo ingenting annet enn at vi, at vi tar grensverdien på venstre og ser mot hva det konvergerer. Men vi må ikke ta den, den perspektiven, siden vi har en algebraisk måte å finne ut om det. Håper det er et svar på spørsmålet. Er det flere spørsmål? Det jeg egentlig bare lurer på det virker som om at hvis man skal bygge opp forståelsen for hva som skjer her egentlig, at det vil ta omtrent like mye tid som å bygge opp forståelsen for grensverdier og den del. Det bare lurer på hvorfor da innføre noe som bare fungerer for polynomi, i stedet for å gå rett på grensverdier, og som vil fungere for alle funksjoner, også de som de møter senere i studiet. Ja, på en måte tror jeg at, ok, så hvis vi, så vi svarer på den, på den, på den måten, i skolen ser vi ikke på mer derivater vi skal utregne enn bare polynomer, tror jeg. Men spørsmålet er jo, hva lærer de virkelig fra den perspektiven at de tar en grensverdi? Ja, så jeg mener, hvis, hvis du forklarer til dem hva, hva du mener med at, at den x, jeg mener, så hvis vi, hvis vi tar det alvor, på alvor, ja, så se på den. Jeg mener, hvis vi har en mer komplisert funksjon enn den, enn en polynom, ja, så da vil vi i nesten alle tilfeller ikke ha at så så hvis p for eksempel noe som for eksempel sinus, cosinus og sånne ting. Ja, så da kan vi, da kan vi jo ikke forenkle den brøk. Og jeg var, jeg mener, okay, hvis, jeg, jeg vil gjerne lære om, om hvordan man, man kunne forklare det på en bedre måte, men jeg, det jeg tror kommer ut i endelse av, hvis, hvis vi kommer med den grensverdige prosessen, er at vi bare finner på en rar måte, hvor vi, hvor vi har ikke noe problem med brøk, hvor vi kan sette, sette nu, jeg mener, så i de enkelte tilfeller, så da, da har vi i endelse ingenting, så hvis p er enkelt, forenkles p av x minus p av x0 dividert med x minus x0 til nur, hvor der lov og bare sette inn x x lik x0. Ikke sant? Jeg mener, så det, det er vanligvis den framgangsmåten. Og så jeg mener, hvis, hvis vi har, hvis vi har den, den Konzepten, at vi tar en grensverdi, så vi, vi lar x renne mot x0, for eksempel, så hva lærer vi, hva den merverdi vi får faktisk for, die, for, die, for noen funksjoner som er ikke enkelt, ja, hvor den ikke forenkles. Jeg mener, der, der ikke klart var, var den hele prosessen og den, dette Symbol faktisk betyr, hvis vi kan ikke ta den Tricks med at vi bare setter den x er lik x0. Ja, jeg mener, hvis er bra forklart, kanskje det er, det er en mye bedre måte å gjøre det med en bra forklaring, men wann die, det er min erfaring med studenter, jeg, jeg kjenner, at hvis, hvis de hadde ikke masse trening i hva vi mener med grensverdiene og sånne ting, jeg mener, og det er veldig, veldig vanskelig, jeg mener, hvis, hvis du ser på konvergens og hva, hva det betyr,
Så betyder det for hovedsagtigt i min erfaring, at de vil se, okay, vi bare tager en algebraisk ting og sætter det om, slik at i endelsen vi har nu, hvor vi kan bare sætte x er lig x0, og der er vi færdige. Altså, så tænker du, at det bliver kanskje lidt mindre tilkobling til så en bruksområde for den delte funktion, det er strækning, fart, acceleration. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at den algebraiske tilnærming bliver det lige enkelt at koble til fart og acceleration. Bliver det en kostnad, at det er mindre direkte tilkoblet? Ja, okay. Ja, ikke tænkt så mye om anvendelse til det, men i princip så faktisk. Altså, hvis man ikke gør det på den korte måte, jeg har gjort her, så ser på for eksempel dette bok, som hvor jeg stjal ideen fra, så den begynder faktisk med de klassiske fysiske motivationer til, hvorfor man bryr sig om den derivert. Så jeg tror, hvis man bare læser, hvad sker i boka, for disse eksempler, så den faktisk kommer disse eksemplerne før han introducerer den algebraiske måten at finde finde den derivert. Jeg tror, hvis man forbereder på en måte og ser tilbage til disse fysikaliske eksempler, så der kunne man også finde en tilknytning for den algebraiske måten. Ja. Jeg tror ikke, at det er nødvendigvis mye vanskeligere, bare fordi vi har ikke introduceret den grænseværdi. Jeg ikke siger, at det er den enkleste eller bedste den enkleste måten at introducere en grænseværdi, men den derivert. Men for min del er jeg lidt lei, at mange år, når jeg snakker med studenter, så at de har bare veldig rare ideer om, hvad den grænseværdien er. Ja, antageligvis er det ikke deres fejl, fordi hvis du, jeg mener, i min erfaring, hvis man ikke udvikler den grænseværdige begreb og er veldig tydelig med, hvad de mener med det, så er det, vi antager, at det er ofte en helt meningsløst ting, som kommer ud. Ja, så jeg mener, alle de fleste elever fra Tyskland, jeg kender, som hadde undervisning i kalkulus, så derivate og integralregning og sånne ting, så de har faktisk akkurat ingen intuition eller ingen idé, hva som skjer da. Ja, så de vanligvis undervist med grensverdiene. Og det som man har i endelse, er noen regler, som for eksempel dette. Men de er i princip helt meningsløse. Ja. Så du spør elever i Tyskland, okay, så har du en funktion, så hva er den derivert? Så da svarer de, okay, altså hvis en funksjon er x av n, så da får vi det. Og da spør du dem, okay, hva er interpretasjonen til det? Altså for eksempel akselerasjon til noe, eller finner vi en annen fysikalisk måte, jeg vet. Altså for eksempel den parabel, minus x i andre plus b og sånne ting. Da vil de antageligvis kunne ikke interpretere, hva den derivert betyr. Ja, jeg mener, okay, så kanskje hvis man har en god måte å presentere grensverdiene, jeg er ikke imot grensverdiene. Det jeg er imot grensverdiene er at weil ich glaube, veldig vanskelig, hvis man ville gerne introducere den derivert, at man har den store block, wo man må fortelle, var er egentlig en grensverdi, wofür bryr vi oss om, fordi vi leter etter stigning. Okay, veldig bra. Men i princip har vi da et veldig komplisert begrep. Jeg tror vi ikke får tid for å forklare egentlig, hvordan man kommer til den grensverdien. Budschat fra den algebraiske Motto, okay, vi forenkler alt inntil vi må egentlig ikke ta en grensverdi. Jeg mener, okay, hvordan vi tar den grensverdien, vi bare setter inn x. Og det er også akkurat det som skjer i den algebraiske måten. Man kunne også si det er en ulempe, altså vi må igjen bare sette inn x0,
etwa wir ha üträgnet den Polynom wie Tränger, ja, so der Brücker wird Polynom Division. Und sehr folge die a den til Naming til til den Derivate der Icke so war man Tränger da so den Börklütes jen til alle diese grünen Vorstellung ein Begriff wie H I wie H vor den Derivat, ja, so der Icke automatisch, ja, so der auch so ein Ü-Lempe wie H, also der Icke ein Interpretation til den Derivat zum automatisch hat die Jus vor Beispiel hat den modellären Accelerationen oder so ein Ding. So den Börtel knüttest til vor Beispiel diese geometrische bildende wie H. Ja, det som lurer på da, det grenseverdibegrepet som problemet, eller den algebraiske tilnærmingen til det, altså de algebraiske teknikkene som vi bruker, for det framstår litt som veldig kritisk og vanskelig da, de algebraiske notasjonene. Så da, jeg tenker, er det bedre å bruke en numerisk tilnærming til å arbeide med grenseverdibegrepet. Altså, ideen da om at en sekvart og en tangent som nærmer seg hverandre, det er jo den som går igjen her, og når den H-en, eller hva som er den delta X, eller hva vi kaller den, er liten, og da undersøker numerisk hva som skjer med sekanten. Er det en mulig alternativ tilnærming til en algebraisk måte, for polynomdivisjonen framstår ikke som veldig enkelt. Ja, jeg mener den måten hvor jeg ser det, så jeg vil anta at okay. Så hvis jeg har en numerisk tilnærming, så da, man kan jo selvfølgelig se, okay, vi bare regner ut hva skjer med den numeriske tilnærmingen, og hva skjer med sekanten og med stigningen til sekanten når vi tar mindre og mindre steg. Og igjen, siden vi gjør det for enkle funksjoner, for eksempel som polynomer, der skjer ingenting overraskende. Ja? Så på den matematiske perspektiven, hvis jeg vil, jeg kan selvfølgelig gi deg en funksjon som for de tilnærmingssteg du velger, som gir deg en feiltilnærming til den derivert, men det er jo ikke spørsmål. Så på en måte, det kunne være en annen perspektiv på den derivert, at vi bare sier, ok, så hvis vi har den grenseprosessen, så da bare tar vi de numeriske steg, men da trenger vi antall, hvis for eksempel nur som en Datamaschinenvorlage, diese numeriske Experimente eller minst en Kalkulator. Så det som kan gjøres haben mit den algebraischen Methoden, i prinsipp trenger vi ikke nur Datamaschinen eller Kalkulator for å gjøre det, så lenge at vi kan gjøre polynomdivisjon. Men ja, så den ja, spørsmålet er jo, hva lærer man egentlig om den om grenseverdier, hvis jeg lager en numerisk approximasjon. Ja, så trenger jeg virkelig den grenseverdibegrep for å komme til en numerisk approximasjon av den derivert. Ja, men jeg kunne også si, ok, så den, vi har den prosess, hvor vi ser hva skjer med sekanten når vi tilnærmer oss den tangenten. Og det kan vi gjøre helt numerisk, ja, så vi bare regner ut hva den stigningen til tangenten gjør, og hvordan vi kommer inn. Men hvis vi gjør det numerisk, så der må vi bare si, ok, vi tar den andre skjæringspunkt, sånn
So, for example, den her. Vi går bare videre og videre til den første skjæringspunkt, hvor vi bryr oss om. Trenger jeg da virkelig en grensverdig begrep for å gjøre det? Jeg mener, man kunne jo bare si, ok, jeg går bare så nær som jeg vil, og hvis jeg ser at den numeriske verdien forandrer seg ikke så mye lengre, så da ser jeg, ok, så er den bra nok. Så da finner jeg, hva den verdien til den der verden er. Så det er den ene måten å se på det, hvis vi bare lurer om hva den verdien av den derivata er, så da kan jeg bra nok også bruke den numeriske tilnærming. Men hva jeg vil tro som er veldig vanskelig med en helt numerisk tilnærming, og hva den algebraiske metoden til bør deg, at det er mulig å komme direkte til disse derivasjonsreglene. Ja, så det er selvfølgelig også mulig, så for eksempel vi hadde jo også, Antoine spurte jo om linearitet av disse ting. Så hvis jeg vil ha den lineare reglen for den derivert, selvfølgelig kan jeg også finne ut om disse ting med numeriske eksperimenter. Men jeg ville tro at det er mye mer å gjøre, hvis jeg vil finne ut om den derivasjonsregel med numeriske eksperimenter, enn hvis jeg har den algebraiske tilnærming og så, det er i prinsipp ja, bare en kort utregning at det er sant. Ok, så kanskje vi tenker å avslutte nå, hvis det ikke er flere spørsmål. Så takk, Alexander, for i dag. Det var siste før sommeren.